Alter, ich bin aufgeregt, ne? Oh, Florian! Ja! Nein! Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum dritten zum dritten Meisterschaftsrennen der Hashtag Chaotenhaufen Formel 1 Rennliga. Wir sind heute in China und viele haben gesagt, bitte lass es nicht regnen. Und jetzt regnet es hier doch. Ihr seht auf jeden Fall eine weitere Veränderung. Wir haben uns dafür ausgesprochen, die komplette Qualifikation zu fahren. Das bedeutet also, Training gibt es nicht zu sehen, aber dafür Q1, Q2 und Q3. Und im Regen wird das jetzt wahrscheinlich richtig interessant. 21 Leute sind hier mit dabei. Basti fehlt momentan und Stifler. Basti wird aber ersetzt von Marder. Herzlich willkommen zum ersten Mal hier. Danke, danke. Ansonsten, das Fahrerfeld, wie ihr es kennt, besetzt. Auf unserer Homepage f1-codenhaufen.de könnt ihr dann auch mal die Fahrerwertung und Teamwertung durchschauen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant und spannend. Mal abwarten, ob die momentan gesetzten Piloten da oben auch hier im dritten Rennen ordentlich punkten werden. Alter, aber ich kann nicht entfahren. Aber Rennen ist trocken. Aber in der Quali wird es auch wieder trocken. Ja, also Jungs, lohnt sich ihr nicht, habt jetzt was vergessen einzustellen. Was denn? Boxenunterstützung. Das kannst du selber wieder ausstellen. Das kannst du separat einstellen. Ja, kann ich das jetzt noch machen? Ja, ja natürlich, das kannst du jederzeit. Escape drücken, Fahrhilfen. Ja. Okay, Moment. Das bitte jeder machen und dann auf Ausstellen. Für gleich. Wer erwischt wird, kriegt eine Strafe. Ja, wer will das beweisen? Ja, eben, das meine ich, das finde ich nämlich kacke, weil wenn ich jetzt nicht rausmache... Das sieht man. Das sieht man, wenn ich selber nicht aufnehme. Das ist schon ein bisschen unfair, muss ich sagen. Merkst du später auf Startziel, wenn du vorbeifährst und er nicht stehen bleibt? Ja, wenn es rauskommt, der hat eine Strafe verdient. Also ich würde es lieber nicht riskieren. Also Boxstop-Assistent ausstellen bei den Fahrhilfen. Keine Boxen-Stop-Hilfe, genau. Mocke. Ja, wieder ich, ne? Jedes Mal, wenn ich die Session verregnet ziehe. Ja, also echt, schlimm. Aber wir haben nur Glück, das waren die ersten 5 Minuten und dann ist er ja wieder. Siehst du, also ich habe, so ist alles dabei. Ja, siehst du. Das wollte ich doch genauso, das habe ich extra so eingestellt. Ich habe vorher mit Bernie gesprochen, so wie Paul es wollte. Ja, danke. Bitte schön, macht jetzt 10,50 Euro. Du hast mit Paulus gesprochen. Macht 10,50 Euro. Also im Rennen wäre mir lieber gewesen. Ey, da bin ich froh, wenn es trocken ist. Ja. Ich dazu sagen müssen, ne? So. Dann wollen wir mal rausfahren. Dann wollen wir mal. Ich weiß nicht, dass du leise. Du musst heute vielleicht aufnehmen. So, die Quali. Das ist ja schon Quali. Nee, ja. Training. Das ist doch Quali-Mucke. Q1. Ach ja, ist das schon Q1. Hallo, ich will raushauen. Hinter mir soll bitte nicht überholen, ich lass gerade Platz. Wer ist denn das für ein Vogel, der jetzt heißt? Okay. Wenn man jetzt ein Red Setup will, das kann man nicht mehr ändern, oder? Nee. Du musst das Setup, das ist da drin, weil Park Fermi Regeln gelten. Das ist ja voll schön. Flügel vorne kannst du noch ändern. Ja. Die Bremsbalance ein bisschen. Aber hätte auch eh gleich aufzurechnen, also von daher. Ja. Deswegen habe ich Setup drin. Ach, mein DRS-Knopf geht gar nicht. Ist ja auch nicht aktiviert hier im Regen. Ich bin aber viele auf der Strecke unterwegs. Ey, der Poller war noch da. Achtung, wer da gerade aus der Box rausgekommen ist, ich bin aber schnell eine Runde schon. Ja, kommen. Ich warte auf Platz. Oh shit. Danke. So, danke, ich sehe, da kommen welche. Ich mach mal freiwillig Platz. Ich habe eine Strafe, aber ich weiß nicht wieso. Was? Was für eine Strafe denn? 5 Plätze? Oh. Oh. Das ist viel. Keine Ahnung. Boxenlinie beim Ausfahren. Wahrscheinlich Boxenlinie. Was anderes fällt mir nicht ein. Nein, ich bin in der letzten Kurve. In der Haarnadel. Gecuttet. Oder warst du zu weit draußen? Das habe ich nämlich auch schon eine Strafe bekommen. Escape und geh auf Rennleitung und Vorfälle, dann siehst du es. Kollision. Mit wem? Mörder! Mörder? Ah, gar nicht Mörder! Mörder! Ah, wieder so gut schön, ab. Ey. Okay. Unser neuer Spieler. Mörder! Ja. Ist der Mörder, also Marco wird immer sympathischer. Marco, du bist eine Kanone, ey. Nee, der. Das Gute ist, Mörder macht mit seinen... sächsischen Akzent nochmal eine schöne Würze. Ich hab ein Marderbiss! Oh. Geht ja schon gut los hier heute. Ja.
Ey, hier flücht die Wiesen schon wieder alle um. Es regnet, das fällt nicht auf. Sechs Stelle nach. Tom, das war ein bisschen daneben. Ja. Direkt eine 1,51. Wow. Nice, Mucke. Soll wieder trocken werden, hat mein Typ wieder gerade gesagt. Ja, bei mir hört es gerade ein bisschen auf, schon fast zu regnen. Naja, gut, ein paar Tröpfel noch. Der Takt ist ja wieder taktisch interessant, ne? Wer zu spät rausfährt. Ja. Den bestraft das Leben. Ja, richtig. Ja, guck mal, habe ich direkt für das neue Qualifying hier direkt mal alles perfekt organisiert. Gut gemacht, Mucke. Darfst du ja, eine 1 aufschreiben. Mit Sternchen. Da ist Kiesbett. Da Robert. Ein bisschen spät gebremst. Ich hab den Trockenbremspunkt genommen. Da geht's ein bisschen geradeaus. So. Also bei mir hat's jetzt aufgehört zu regnen. Und auf der 9 gelandet. Hm. Ich gerade erst gesehen. Ich denke so, hoppala, auf Mager. Ach, Scheiße. Hey! Ach, ich bin auf Standard gefahren. Regen auch besser. Wenn sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Falschbieg. Kannst ja nochmal beitreten. Oh. Kann sein, dass aufgehört hat zu regnen? Ja. Also ein bisschen schon, ne? Ach, lassen wir. Voll auch aufhören zu regnen. Also, macht das ja Sinn, ne? Wenn ich jetzt aufhöre. Andreas, wenn du wieder reinkommst, kommst du auch in dein Auto wieder rein. Ja. Du musst dann nur X drücken. Du musst dann auf mich draufklicken und dann beitreten zu mir. Ich hätte mal vorher einen Löscher fahren. Scheiße, ey. Oh, what? Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Ich krieg die 1,51, die geknackt hat. Das ist furchtbar. Hat doch jetzt aufgehört zu rechnen, ne? Ja. Feuer mal ein Neuser. Ich hab gerade noch ein Fenster geguckt, regne noch. Ja, ich wieder da. Jo. Schröder, warum fährst du auf dem Supersong? User disconnected from your channel. Marc ist auf schnelle Runde. Mann. Mikey? Was, wie? Soll ich eine Runde? Nein. Okay. Weil du bist doch hinter mir, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ich habe erst Mark verstanden. Oh. Ich hab auch gesagt.
Hat jemand schon irgendwie Nachricht gekriegt, dass DRS aktiviert werden soll? Nee. Nein. Aber die Strecke trocknet ab, also solange kriege ich auch keine Gicht mehr auf den Reifen. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,50,7. Okay, du hast doch eine 1,51 Zeit. Ja, aber ich krieg sie nicht geknackt. So. Ich hab die letzte Kurve mal wieder verschissen, ich war auf 1,50 Kurs. Ich bin nämlich eine Grad 1,51,9 gefahren, dachte ich so, yes, Mucke vorbei. Oh, scheiße. Mucke, doch. Was Mucke denn? Ich hab den Hamilton gemacht. Hamilton, hi! Ich hab's live gesehen. Wieso fahr ich so langsam? Was soll das? Du fährst mir ewig zu langsam. So, erstmal. Direkt hab ich mir den Flügel geschrottet. Der ist aktiviert. So, Boxenstopp-Assistent erstmal aus. Richtig. So, gehen wir Session hier. So. Kann man schon auf Trocken gehen? Sind schon viele auf jeden Fall mit Supersoft unterwegs. Ihre Zeiten verfolgen. Das sind noch 5 Minuten. Oh, 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 oh. Oh, oh. Mal langsam mal rausfahren, ne? Weit satt? Ja. Sicher. Bam. Bam. Wie viele Minuten genau? 5:30 noch. Q1. Audi. Junge, Junge, da habe ich mich auf was eingelassen. Jemand in der Schneckkammer schnell eine Runde, oder? Also ich nicht. Jetzt sind es genau noch 5 Minuten. Ja, jetzt sehe ich die Zeit. User in your channel is recording. Ah, ist er wieder. Baby. Wann fährst du rein? Nein. Warum? Wieso? Aber Rausrollrunde. Oh, ich war ja gemutet. Dann drücke ich auf Mute und bin aktiviert und huste. Toll. Der ist aktiviert, cool. Er fährt jetzt in die erste Kurve. Ist der schnell oder langsam? Ich. Dennis, bist du um die Ja, ich fähr jetzt, ja. Okay, bist du auf dem Weg zu einer Runde, ne? Ja, genau. Okay, lass ich ein bisschen Platz. Ach, die Runde wird nicht sein, leck mich doch. Hallo. Hey, Tom, wir sind gleichzeitig raus. Echt jetzt? Ja, guck mal hinter dir. Ah. Also im Moment sind auf dem, ich sag mal in Anführungszeichen, auf dem absteigenden auf dem Arzt. Tommy, Alex, Patrick. Na guck mal, irgendeiner angeschossen. Marder. Ja. Jetzt gerade aus der Box fahren, bitte aufpassen, aber gleich irgendwie. Ja. Oh. Direkt nach links ziehen, Mensch. Siehst du, kommst du jetzt gerade in die Schneckenkurve, Frank? Ja. Okay. Verfickt die auch, ey. Jetzt beeilt euch doch mal, ich will noch eine Runde fahren, Mann. Noch mal eine zweite Runde dran. Kommst du frei hinter mir, der aus der Box kam? Ich bin's. Soll ich dich jetzt noch vorbeilassen? Er fährt gerade auf die lange Gerade rauf. Ich. Ist das schnell? Ja, aber schnell eine Runde, ja.
Wer ist denn der Männer, der gerade aus der Spitzkarre raus ist? Tommy. Patrick, das war aber hardcore abkürzen. Ich weiß. Gut. War zu früh eingelenkt. Aber du musst es doch nicht jedem erzählen! Entschuldige, ist mir ausgerutscht. Ja, ja. Oh, noch 2:15. Ach, hi Marco. Hi Pauli. Achtung, ich komme in die Schneckenkurve, schnell. Echt, wenn er von hinten? Nicht so Vogel. Du schaffst nicht ganz. Komm mal vor, Marco. Oh. Ach, fuck. Achtung, Chris. Danke. Und Marco, da kommen ein paar Leute. Oh Mann, ey. Aber warum chillt ihr alle? Weil die jetzt Outlap machen. Ja, bist du hinter mir? Ich habe eine Kalini-Box. Hat einer mich gerufen? Hey, Jan. Achso. Weil ich so schnell bin, nee, ich Dennis, hab keine Zeit Platz machen. Ich bin hinter dir direkt. Ich komm, zweiter Sektor und bin auf der schnellen. Zeit. Ja, komm, vorbei. Danke. Ey, Robert, ey. Ey, das gibt's nicht. Es gibt's nicht. Nokia fliegt vielleicht. Ich hab schon 3-6 hingekriegt. Was hast du hinbekommen? 3-6 hab ich auch schon hingekriegt. So. Aber die Strecke ist ja gerade grün. Danke zu dir. Ja. Ja. Ist mich. Okay. Sorry, wenn ich es jetzt. Die auf der Outlap sind, ne? Dann darauf achten, auf den nachfolgenden Verkehr. Ja. So, Zeit ist abgelaufen. Ich hab in die Box einfach ey, Scheiße, ey. Ha! Das war voll gut. Ich hab jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen Bammel, ey, weil als ich meine Zeit gefahren bin, da war ich Dritter. Da war die Strecke noch so langsam, noch so ein bisschen nass. Dann dachte ich mir so, ja, okay, so schnell kann die Strecke garantiert nicht trocknen. Und jetzt bin ich auf einmal 15. Jetzt habe ich so ein bisschen Muffensausen, muss ich ehrlich gestehen. Ich konnte leider keine zweite Runde mehr fahren. Ich auch nicht. Da kam die karierte Flagge raus. Aber denk dran, einige fahren noch, ne? Die wollen sich konzentrieren. Ja. Also, ich sag nichts, keine Sorge. Hi, Wanderhure! Hat's Punkt gerade ohne Ende. Ach, verdammt. Und bitte nicht in die Box fahren. Nee. Sonst dauert's noch ewig lang. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, noch auf 13 vorgefahren. Aha. Es kommen noch welche. Es kommen noch viele. Hey, Marco. Ey. Was machst du denn, ey? Ich bin schon vor mir. Danke schon vor mir. Oh, scheiße. Jetzt bin ich halt gleich mal auf das Tableau gespannt. Ich auch, man sieht's leider hier zwischendurch nicht. Nee. Ich bin jetzt auf die 7 gefahren. Ihr könnt Escape drücken in Randleitung. Ich lass mich überraschen. Doch. Ich war nämlich, als ich in Stadt Ziel kam, war ich Vierter. Okay. Ja. Oh, dann. Scheiße. Das sind noch 3 mit I. Oh, Mann. Wer war das, der so Bammel gehabt hat mit Platz 15? Mike. Und raus, ja. Mike. Oh. Ich glaube, Mike hat sich verzockt. Bei Mike steht bei mir noch I. Ja, richtig. Ich bin ja auch nur eine Runde gefahren, weil, was ich eben schon gesagt habe. Ey, scheiße, ich habe mich komplett verzockt, ey.
Das macht das komplette Qualifying. Hast du überhaupt keinen Trockenreifen? Hast du überhaupt keinen Trockenreifen gefahren, Mike? Nein, ich bin nur mit Inters gefahren. Weil das ist nicht verzockt, das ist selbst schuld. Ja, das ist verzockte Selbstschuld. Also, der Marder sieht bei mir auch noch mit wieder. Aber bei mir switcht das Bild jetzt ständig umher. Ja, aber also ich sehe, dass ich 8er bin. Ja, bei mir ist es auch so. Ich wechsle durch alle Stände durch. 13, Mark 14, Jan 15. Wir warten nur noch auf Dirty Chaos. Irgendwann in die Box gefahren? Wir warten nur auf Dirty Chaos. Wir haben mich aufgegeben. Oh, ich glaube, ich bin auf der 5. Das wäre ja ein super Ergebnis. Q1, ja. Ich liebe das, das Bild switcht hier. Ja. Zuschauer, da kriegt ihr nichts für, wir haben da keinen Einfluss drauf. Genau. Da kriegt er selbst der Augenkrebs von Mr. Krabs Augenkrebs. So, jetzt. So, liebe Leute, dann gehen wir das Ganze mal durch. Marco auf der 1, Robert auf der 2, Jakob auf der 3, Patrick auf der 4, Tom auf der 5, Philipp auf der 6, Paul auf der 7, Mucke auf der 8, Tommy auf der 9, Christopher auf der 10, Frank auf der 11, Florian auf der 12, Dennis auf der 13, Marco auf der 14, Jan auf der 15, Patrick auf der 16, Chris auf der 17, Stefan auf der 18, meine Wenigkeit auf der 19, Mart auf der 20 und Alex auf der 21. Das ist krass. Mike hat sich komplett verzockt. Oh mein Gott. Und das Witzige ist, ich bin noch nie so eine schnelle Runde gefahren. Nee, Marco doch, plus 5 Positionen, steht da. Wie wär's, wenn du nach dem ersten Quali und dem zweiten Quali nur die aufzählst, die rausfliegen? Ja, genau. Ja. Gut. Also rausgeflogen sind Chris, Steffer, meine Wenigkeit, Marder und Alex. Alex durfte ja nicht fahren. Alex durfte nicht fahren, ganz genau. Hey, wieso? Was hat er gemacht? Ja, Chris, was war denn da los? Hey, wieso darf Alex nicht fahren? Habe ich was verpasst? Was? Bei Rhein hat er was Blödes gemacht und dafür hat er eine Strafe. Was hat er gemacht? Hat sein Auto geschrottet mit Absicht. Er hat mit Absicht sein Auto gegen die Wand geschrottet und dadurch ein Safety Car ausgelöst. Ich hab Pause, viel Spaß. Rausgeflogen. So, Q2! Ich wünsche viel Spaß. Okay, das ist natürlich schon mit meinem Teamkollegen zu. Ja, ich warte bis gerade noch. Haben wir schon mal einen prominenten Opfer, ne? Mike ist raus. Ja. Mhm. Ich bin nicht prominent, aber ich. Wobei mir zum geehrt, dass du es gesagt hast. Dass Chris rausfliegt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nö, nee, eigentlich nicht. Komplett vor uns India frei. Er hat wahrscheinlich auch nur Regenreifen benutzt, ne, Chris? Nee, ich. Wo trocken wurde die Strecke, bin ich auf Supersoft gegangen, bin rausgefahren, habe aber zu wenig Sprit mitgenommen. Oh je. Ich habe extra mehr mitgenommen, damit ich zwei schnelle Runden fahren konnte, weil die erste auch rausgerutscht war. Ich habe ja 3 versucht. Ich meine, ja, und danach war halt richtig trocken und dann habe ich verkackt. Ich habe mich so dermaßen gefreut. Ich dachte mir so, ja, die schnelle Runde war so gut, 1,50. Ich hat Mucke dann gehört, so, ja, ich schaffe die 1,51 nicht. Ich denke mir dann so, 1,50,5 bin ich gefahren. Damit komme ich easy weiter. Mhm. Ja, Gott, war ich naiv. Da war doch klar, dass alle nochmal so soft fahren. War doch klar. Ich glaube, Mike ist davon ausgegangen, dass die Strecke so schnell nicht trocknet. Ganz genau, so ist es. Ja, aber sobald einer Supersoft hat, der ist immer, auch wenn die Strecke halbtrocken ist, ist er schneller als du mit Intermediates. Also da musst du sofort auch rausgehen, da kannst du gar nicht sitzen bleiben. Ja, weißt du fürs nächste Mal Bescheid. Ja, also jetzt für die, die es vielleicht jetzt noch nicht wissen, die sich jetzt im fürs Q3 qualifizieren, diese Reifen sind dann auch die Startreifen dann, ne? Also jetzt, ne? Bist ja auch nicht Bescheid. Also passt auf eure Reifen auf, würde ich damit sagen. Ja. Genau. Also Marc, zum Beispiel, wenn du jetzt weiterkommst mit den Reifen, sind das auch deine Startreifen, ne? Jo. Aber wir waren super so fährt. Das war kackt. Ja, Tom ist bei Q Wasser. Plus 90 Minuten steht bei mir starker Regen. Ja. Es regnet wahrscheinlich über Nacht aber zwischen Quali und Rennen. Es gibt keine 90 Minuten, die Qualifying. Ich meine, ihr habt 18 Minuten, dann habt ihr, wie viel habt ihr jetzt? 14? Oder 16? 15. Ja, und dann 18, habt ihr nochmal 12. 15, 12. Ja, zusammen. Q90? Also 45 Minuten. Also. Bei meinem Wagen steht, ich soll in die Box, aber ich weiß nicht warum. Einfach. Vielleicht ist irgendwas kaputt. Ja, was denn? Ich habe gerade alles durchgecheckt. Wenn das rot leuchtet, alles easy. Wenn das Boxenschild unten rot leuchtet, ist ein Teamkollege noch in der Box drin. Genau. Ach so, okay, das muss ich gerade reingekommen. Ah, okay. Da dein Teamkollege nicht fahren darf, ist er ganze Zeit in der Box. Wieso darf er nicht fahren? Hab er noch gerade. Alex ist nicht mein Teamkollege, ey. Achso. Achso, alles klar. Christopher ist mein Teamkollege. Alle. Ja, man hat die Stimmen noch nicht so drauf. Ja, aber Marc ist gerade auf einer schnellen Runde. Ah, Mocke, wie war es schon in Q1 aus? Hattest du gerne? Ja. Also, ja. Jetzt Concentration hier. Versuchte schnelle Runde, ja. Die, die jetzt ausgeschieden sind, können jetzt mal gemütlich aufs Klo. Eine rauchen. Halt für mich noch einen Drink zubereiten. Trinken.
Cocktail. Muss uns helfen, Nase bohren, die Nägel nochmal schneiden. Oder noch einmal die Frau bügeln. Das habe ich jetzt gepflegt überhört. Oder Chill mal ranlassen. Wie viel jetzt auch in der Garage stehen, ne? Hier fahren alle zum letzten Drücker raus. Bitte Ruhe. Ja, sechs fahren doch. Eine Runde ist schlecht. Wann ist nochmal die Grenze nach den Spielern, die ins Q3 kommen? 10. Top 10. Mit 10. 10, okay. Wir hatten die Lobby aufgemacht, ich habe noch einen Fehler entdeckt. Ja, Mucker, glaube ich, nicht? Ne? Was habe ich gemacht? Ich schreib's dir einfach, nicht, dass jeder hört, sonst wird's jetzt ausgenutzt. Ist mit dem Boxenstopp, meinst du? Was? Ich spreche kein Lackisch. Oh, Paul? Paul? Paul hat aufgegeben. Darf man nicht mehr aufgeben? Doch, der hat einfach aufgegeben. Für ihn war's Q2. Ja, war ja schnell. Also, wenn du schon eine Zeit gefahren hast. Neun Minuten noch. Wer steht denn noch alles in der Box? Ich. Okay. Nicht mehr. Du brauchst doch nur auf Zeiten gucken, wie viele gelbe Dreiecke es noch gibt. Ja, und zu viele. Wo ist denn Patrick? Da ist er. Patrick, was ist denn los? Ich? Wieso? Aber ich dachte, ja, aber warum? Je später ich raus, umso besseren Grip habe ich. Umso schneller bin ich. Ja, da ist was dran. Bei dir regnet es gleich wieder. Dein Arsch regnet gleich. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Ist das schon eine Beleidigung? Können wir ihn schon bannen? Leute, kommt schon. Alle still geworden. Mike muss nur ein Machwort sagen. Ach, das war Mike. Mike macht das Würstchen. Das ist nicht. Ey, später, Jungs, später kommen wir dann zum Beef, ja? Okay. Okay, Leute, jetzt mal ernsthaft. Lass die Leute mal fahren hier. Ja. Oh. Danke dich bei Marc. So. Ich bin in 5 Minuten wieder da. Jo. Okay. Machen wir mal kurz AFK. Oh, oh, Florian, du hast das mitgekriegt mit dem Reifenbug? Er antwortet, René. Der ich glaub, der hat's gemutet. Ja, bei den Loch im Auto. Was? Ich mein's nur gut, weil ich's halt sehe, dass mit er mit dem Reifenbug, weißt du Bescheid, Florian? Was dann? Was soll das bedeuten? Vielleicht erwartet er nicht, dass Soft ist kacke? Ja. Die 3 kommt mit Soft.
Fahr rein, nimm die Soften. Ich meine, wenn ja, er nicht. Gut, aber da gehe ich doch lieber in Q2 raus, als mit den Supersoften in Hauptsache in Q3 reinzukommen. Es gibt welche, die wollen unbedingt in Q3 kommen. Okay. Ist doch gut. Wenn du mit Supersoften startest, hast du wahrscheinlich gerade 3 Stops. Und mehr Reifenabrieb. Ist egal, welche Zeit ich fahre, oder halt es, wenn ich die Du müsstest ja jetzt mit den Gelben deine Zeit knacken. Ja. Nur dann hast du die Gelben auch am Start. Oh, hat alles schon mit Supersoft schon gefahren? Oh, ja. Oh. Wie schnell? Aber eigentlich musst du doch mit Soften schaffen. Ich hab keinen Grip irgendwie. Warum bist du schon rausgefahren? Ich? So, mit den Reifen muss ich dann auch im Rennen fahren, gell? Mit dem Reifen, wenn du deine Bestzeit gefahren bist, mit dem Reifen musst du dann auch im Rennen starten. Hm. Dann geh ich mal lieber eine Runde raus. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 6 Minuten. Reichlich. Okay, das reicht für einen Stop noch. Perfekt. Hast du Katze gehört? Ja. Oh, wäre ich denn hier in der Box mit Bremsspuren reingefahren? Und die Kurve. Der gerade aus der Box fährt, bitte vorsichtig. Ich bin befürchtet, dass ich nach Platz überholt werde. Ich glaube, Platz 5 reicht doch nicht. Ah, Scheiße. Ich glaube, wenn ich die letzte Kurve besser gekriegt hätte, hätte es 35 werden können. Ich bewundere mich schon, dass ich in Q2 gekommen bin. Also ich denke gerade schon, dass ich nicht... Überrascht von meiner Zeit. Die letzten beiden Sektor 1 fahrt ihr noch schnell? In der Colero übrigens. 5 Minuten noch. Echt, sind doch die scheiß Reifen, Mann. Bei wem steigt die Anspannung? Ich kann keine anderen soften Reifen auswählen. Ich hab 35-0 reicht. Ha? Also ich hab schon Schiss in der Box. Warum kann ich keine anderen Soft-Reifen auswählen? Es gibt nur einen Soft für Quali. Ha? Ja. Es gibt nur einen Soft. Ja. Oh, drückt der Stift? Ja. Ja, der guckt schon halb raus aus der Hose. Ja, und der Pinsel steht auch. Marco ist noch draußen, Zwegers. Oh, die fahren alle noch nicht vorbei. Mucke Auto, mir auch. Scheiße. Okay, ich muss nochmal raus, scheiß drauf. Ich bin wieder da. Bitte aufpassen. Also Steve hat sich in der Gruppe gemeldet. Ja, hab ich auch gerade gelesen. Soll ich kurz vorlesen oder was? Kurzfassung? Ja, bitte. Also er hat geschrieben, dass er nicht Bescheid geben konnte, weil er mit seiner Kleinen im Krankenhaus war. Oh. Oh, ja. Shit. Dann kann man es auch für sich verstehen. Nee, dann schreibt man hier, dass alles hoffentlich in Ordnung ist. Ja, ja, Steve, schreibt von allen gute Besserung. Eine gute Besserung an die der Kleinen. Oh shit. Bestimmt nicht witzig. Ihr wart gerade an der Stelle eine Runde hinter mir, oder? Anfang zweiter Sektor. Ich bin zwar Reifen benutzen, wenn man nur vor sich hin rollt. Marco, denk an deinen Reifen, ne? Hm? Denk an deinen Reifen. Den musst du starten. Jo. Nein, ich bin langsam. Okay. Achtung. Scheiße, ich bin nur noch 9. Ey. Da war ich 10. Achter noch. Noch 2 Minuten. 2 Minuten. Alter Marco, du krankes Schwein.
Den Verbesserungsfahrer sollten alle sicher sein. Ich vielleicht und Dennis auch gleich noch, aber. Abfahrt. Hm? 2 Minuten in dieser Session. Du musst eine gute Runde fahren oder wir scheiden aus dem Qualifying aus. Okay. Oh, es wird knapp, wird knapp. Oh, Dennis, ey, ich zitter mit dir, ey. Ja, ich zitter auch gerade, weißt du? Warum muss ich denn? Marco hat viel zu viel Frost. Oh, Marco, ich spitze. Ich hoffe, ich. Das ist normal. Wer ist jetzt auf der rechten Seite? Ich hoffe, ich starte auf der rechten Seite. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ach, da, ne? Nein. Nein, Scheiße. Ja, Philipp, da hast du recht. Letzte Kurve cutten sie mit 4 Rädern. Ja. Teilweise. Ja, es gibt welche, die berühren ja, den Körper und immer eins. Ja. Okay. Ich beeile mich ein Stück. Aber ist eigentlich nicht fair. Müssen wir mal auf streng stellen einrennen, dann heulen die alle. Oh ja. Ja gut, aber Frank, du musst aber mal gucken, wenn du auf streng stellst, dann kriegst du eher eine Strafe, wenn du über die Kurve rauskommst, weil du einen Fehler machst, dann kannst du cuttest. Kurz mal Ruhe, das fahren Leute gerade, ne? Keine Diskussion. Ich fahr selber. Ja, okay, ist voll. Jetzt auf die schnelle Gerade, fährt es auf eine schnelle Runde? Ja. Okay. So, bist du das? Ja. Ich geb dir Windschatten! Halt weg. Egal wer da gerade ist, weg da! Bin ich doch. Gut so. Wumms. Oh. Ach, 10. Eieiei. Oh Mann, ey. Toll. Waren noch 10. geblieben, oder was? Was für Zeitenunterschied. Oh, Patrick, hey, Tom, du musst nochmal fahren. Ja, du bist zwischen meinen Teamkollegen und mich gerutscht. Das geht ja nicht. Aber wenn meine Key jetzt weiterfährt, habe ich mehr Reifenabnutzung. Ich fahre nie nochmal, geht gar nicht. Ja, das ist aber in der Boxeneinfahrt auf Aufgeben drücken müssen. Okay. Es dauert so oder so gleich lange. Nee, das. Toll, ich bin raus. Das ist richtig behindert. Da kannst du ja frische Reifen nehmen. Aber wenn ich jetzt eigentlich 10. noch, oder? 5. Jawohl! Ich hab nochmal Zeit für Dennis 11. Oh nein! Damit hab ich Dennis rausgekegelt. Jetzt gar nicht. Was? Dennis hab dich rausgekegelt. Jetzt bin ich auf dem weißen Stuhl. Ach scheiße. Nein. Oh, Tommy ist nur unterwegs. Nein, Tommy, das machst du nicht. Doch, ja, Tommy macht es. Da macht's nicht. Ich verschick kein Board. Er soll sich Der hat's gemacht. Alle diejenigen, die jetzt rausgeflogen sind in Q2, haben natürlich jetzt gleich freie Reifenwahl im Rennen. Also, vielleicht ein kleines Trostpflaster. Scheiße. Boah, Alter. So komm mit den Supersoften. Du musst mit Rot gefahren. Hey Tom, was ist mit dir los? Ja. Tom, willst du auf Supersoft starten? Ich in die Box. Wen meint ihr jetzt? Ich? Hey, ich fahr Soft. Du hast Rot, das ist eine Rennleitung. Bei mir hast du Rot drauf. Ja, bei mir auch. Ja, bei mir hast du auch Rot drauf, Tom. Nee, ich fahr Soft. Aber das müsst ihr doch in der Übersicht auch sehen. Die Übersicht ist doch gerade mit Rot fährt. Bei mir ist er rot. Bei mir auch. Lol. Nee, ich. Ja, sehr komisch. Also hier, ich hab dich gerade live auf Bild, du hast rote Reifen drauf bei mir auf dem Bild. Warte, im Schnelldurchlauf sehe ich mich ja selber auch. Hey, bei mir ist gelb. Aber ihr könnt das Video ja sehen, ich hab's ja ausgewählt. So, die Top 10 steht fest. Ja, jetzt sind wir mal gespannt. Ich würde ganz gerne vorlesen, aber es flackert schon wieder. Ja. Soll ich die Top 10? Soll ich die Top 10 vorlesen? Kannst auch vorlesen. Das macht unser Statistiker. Ja, stimmt. Das ist mein Job. Okay. Sollst du nicht die vorlesen? Fühlt er sich beleidigt? Soll ich ein Foto schicken? Willst du nicht die vorlesen, die raus sind? Ja, wäre besser, ne? Ich würde es gerne, aber ich hänge immer noch in dieser Kacke hier fest, ey. Ja, also müssen wir ein bisschen warten. Doch. Warten wir einen Augenblick, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. 35 Sekunden. Paul, Dennis, Florian, BDK, Sian und Marc. Hab ich gemerkt. Um ein paar Tausend ist aber besser als 10. Kann ich wenigstens die Reifen aufziehen. Ja, du kannst mit hart starten, wenn du Bock hast. Idee, aber du hast den besten Platz mit der freien Reifenwahl. Das ist auch was. Ich kann mich auch frei entscheiden. Dafür auch den, der die meiste Gefahr fürs Bowling hat. Ah ja, super. Hast du mit mir auch schon gespielt, danke.
Aber mal einfach, dass ich alle benehmen können hinter mir. Ich habe echt in den letzten drei Kurven, ich habe brutal gezittert. Ich auch. So, es ist vorbei. Oh, aber so also, jetzt seht ihr das bei mir auch soft, oder? Nee, super soft. Hä, was also, ist das denn? So, alle mal ruhig, ich lese es vor. Auf der 1 Marco, auf der 2 Patrick, auf der 3 Robert, auf der 4 Jakob, auf der 5 Mucke, auf der 6 Frank, auf der 7 Tom, auf der 8 Philipp, auf der 9 Tommy, auf der 10 Christopher, ausgeschieden. Paul auf der 11, Dennis auf der 12, Florian auf der 13, Patrick auf, also Dirty Chaos auf der 14, Jan auf der 15 und Marc auf der 16. Oh, so. Also, ich hab mehr geschafft, komm, als ich jemals gedacht hätte. Schwarz auf weiß. Warte, ich schick dir mal eben, ich mach jetzt mal ein Foto davon und schick dir das mal eben. Ja, warte, ich mach auch ein Foto und schick das auch in die Gruppe. Aber guck mal, wie viel mehr zu kurz 3 gefehlt hatte. Nicht viel, weißt du? Hat die Runde noch das besser sind hingekriegt. Das anderthalb Zehntel, wenn überhaupt. Ja, ein bisschen, ja, kein Ticken mehr, aber ey, bei Paul tut's mir das echt leid, ey. Das sind, ich hab's in die Gruppe gemacht, ne? So, ich hab's jetzt so Fliegenschiss. Ja. Ich auch. Wie viel sind's denn? Ich hab nicht geschaut. So. 1050. Das sind, warte mal, 57.000. Was ist das denn für eine Scheiße? ihr meint Hundertstel. Aber wehe, das Spiel hat jetzt das irgendwie so registriert. Q3. 12 Minuten für die Pole. So. Oh Gott. Ich hab meinen persönlichen Favoriten. Ich hab auch meinen Favoriten. Ey, wenn das Spiel jetzt hier gesagt hat, ey, das wäre ja richtig kacke. Ihr werdet's gleich erfahren. Wie kann man die Übersicht sehen, wie es gerade steht? Schön, wer es machen könnte. Ja, als Zuschauer hast du das, glaube ich, gar nicht, oder? Escape drücken und Rennleitung. Okay, da schießt du den Stand, aber nicht die Zeiten. Wenn du uns die Einstellungen ändern lässt, oh Gott, das ist ja lahm, ey. So, Herr Schaffen, die sind noch alle, sind noch alle dabei. Robert fährt schon mal raus. Also bei mir steht hier, dass ich auch soft gefahren bin. Ja, dann wird es doch schon so sein. Ja, dann wird es auch so sein. Hoffen wir mal, ne? Ja. Alter, das ist echt komisch. Aber Tom, Glückwunsch, dass wir es beide in Q3 geschafft haben. Ja, das ist schon mal schön. Ich hätte auch was geschafft, bloß ein Zehntel oder sowas hat mir gefehlt. Ja, ich glaube anderthalb. Aber so war nicht viel, weißt du? Ja, von den Renaults war es nicht anders zu erwarten. Wieder hintereinander, ne? Ey, es ist nicht mehr normal. Das ist ein Fall für Akte X. Also Philipp und Frank, ihr macht doch heimlich irgendwas. Punkte. Ja, in Seil spannen sich gegenseitig. Punkte und Platzierungen. Ne? Mann, ey. Ja, gut. Aber das macht's fürs Rennen spannender. Dass ich ins Q3 komme, hätte ich jetzt nicht gedacht. Freut mich aber. Ich hab's gehofft, Tinger. Du hast es auch ganz ehrlich, du hast es ja auch verdient, hast auch richtig geübt ja in den letzten Tagen. Ja, das ich hab ja auch ein paar verkackt. Obwohl gestern Abend warst du noch richtig deprimiert. Ja, gestern lief's ja auch nicht gut. Auch lieber gestern als heute, ne? Naja, hab ich auch gesagt dann. Ja. Ah, wird schon werden. Will ich trotzdem nicht vorbeilassen, ne? Also Philipp, hast du jetzt gesehen, wie es geht? Voll cut in die letzte Kurve. So, voll alles weg. Aha. Gut, dann mach ich das jetzt auf. Ja, mach du sowieso. Also ich versuch's in der Quali eigentlich zu vermeiden, mach nur meinen Vorderreifen kaputt. Mach's auch selten, weil ich einfach den Bremspunkt verkacke dafür, den Einlenkpunkt. Dann kommen die Spuren von Zauberhand. Der Fehler in der Matrix. Die scheiß Sonne an Startziel, ne? Ja. Oh, das siehst du die Strecke nicht. Hoppala. Was für eine Scheiße.
das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. Sauber, der auf die Gerade gerade fährt, ne, Manowar, Tommy. Ach, scheiße. Danke. Ungesehen. Boah. Ach du Schande, ey. Oh, da fühlte ich mich einmal ganz vorne so pudelwohl. Ja, oh, Marco. Oh, Marco und Philipp. Oh, oh, das Philipp, sauber, sauber. Das ist ganz so eng davor. Ruhe, Ruhe. Frank ist gerade kurz erzählt. 9000. Das ist ganz knapp. Eine frische, das habe ich noch. War kurz oder saueilig. Frank, wie viel da bist du? Frank fährt noch. Ist das eng davor, ne? Boah, ist das spannend. Das ist deutlich spannender als beim kurzen, ey. Das ist richtig auch aufgeregt, finde ich. Ja, total. Wenn man guckt zwischen Philipp und Marco, da ist ja nichts zwischen. 8000. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Mein Gott, das ist ja wie in der Realformel 1 so spannend hier, du. Also mal gut, dass der Marco da weg ist später. Naja, der hat ja 5 Kriegsstrafe. Ja. Hat er zwickert? Jakob ist noch nicht gefahren. Ach so. Ich habe ja 12 Frische. Oh, ich bin ja auch nicht weit weg, ne? Ich bin mir gebrochen gefahren. Ich lasse mir einen übrig fürs Rennen, falls ich einen brauche. Ja gut, du hast vom ersten Qualifying. Mir fährt er gerade aus der Schneckenkurve raus. Verlierer. Bist du auf einer Schnellen jetzt oder wie? Gleiche. Wie? Kamst du gerade aus der Box oder? Ja. Okay. War eine eher langsamere Outlap, ne? Also, vor allem krass ist, jeder gehört einem anderen Sektor. Die ersten drei, ne? Ja, der Marco hat den ersten Sektor, der Strunzel den zweiten und Philipp den dritten. Ja, gleich alle drei. Oh. Ja, ja. Da ist jemand, ob du bist. Hochmul kommt vor dem Fall. Deswegen hab ich auch schon mal gehört. Ach, hier. Da haben wir dich, ja. Die beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 36,6. Alles klar. Boah, ich bin so aufgeregt, ey. Ja, ich auch. Ich hab nur so wieder Angst vor dem Start. Ja, ich auch. den krieg ich eh nicht. Danke, hin. Mucke. Da muss ich einfach jeder. Hab ich daran nicht gedacht. Jeder mal zurückhalten, in der ersten Kurve vor allen Dingen, und nicht in drei Reihen nebeneinander fahren, das funktioniert nicht. Das ist keine Chance. Der Brenner sagt es einfach.
Jetzt in der Schneckenkurve sind, seid ihr alle schnell? Nein. Wie ist, fährt jetzt jemand raus? Vegard ist schnell. Bist du denn? Bist du vorbei, Mucke? Ja, ich bin ja schon zweiten Sektor jetzt gleich. So. Wir sind da jetzt an dir vorbeigefahren. Jakob. Vegard. Ja, meine ich, Marco. Marco, warst du auf eine Runde? Es gibt ja keinen Windschatten. Was? Warst du auf eine Runde, Marco? Es gibt keinen Windschatten. Mann! Na, bin ich nicht. Mucke, ich fahr jetzt schnell, ne? Es gibt es nicht! Alter, Jakob! Jemand ist gerade eine bessere Zeit gefahren als wir. Unfassbar. Er fährt kurz vor Schluss raus, knallt eine Runde hin, dann ist wartet, ey. Tom, bist du im zweiten Sektor jetzt? Nein. Als Vegard macht er Feierabend. Was? Ich bin gerade im zweiten Sektor, aber vorher schon. Oh, schon lang geraten. Alter, was? Jetzt fangen wir richtig an abzukürzen, ey. Ich hab mich schon. Achtung! Ja, wer brummt denn da so, atmet da so fürchterlich? Platz machen. Hier. Danke. Wieso hat Robert aufgegeben? Weil ich keinen Bock habe, in die Box zu fahren. Oh. Oh, wer hat noch die Pole geholt? Wie habe ich denn die Zeiten gekriegt? Zweiten Sektor und vierter Gold. Fuck. Ist noch mal schnell. Von der schnellen Runde hätte ich gern ein Video. Von meiner? Alter, ich hab mich verbessert. Ich hab zugeguckt, da war alles sauber. Philipp, du warst echt gut. Ja. Ich fahre noch. Ich hab Robert zugeguckt, da war alles blitzsauber. Der hat kein bisschen gecuttet, außer an der einen Kurve ist schon mit dem Reifen leicht drüber, aber das war nicht grenzwertig. Ich hab vorher 1,37,1 gefahren, mitgebrochen. Dann guck ich vorletzte gerade. Das ist LOL. Oh, Marco, Alter. Wie knapp. Marco, ey. Was ist das? Achso, hat er mich unterboten? Ja. Ah, du alter Drecksack. Das ist der Scheiß. Ein Hundertstel. Nein! Oh, Paul! Du steigerst jetzt ein Tausendstel näher an Marco dran. Ich lag mit meinem Tipp falsch, Freunde. Aber will ich auf Paul starten? Ich wollte eigentlich rechts starten. So, oh, Leute, ich bin noch Letzter. Das Ergebnis. Marco auf der Pole Position. Meinen herzlichen Glückwunsch. Strafe. Dankeschön. 1,34. Ja, gut. Das bedeutet eigentlich, Robert hat die Pole Position. Ja. Auf der 3 ist dann Patrick. Auf der 4 Jakob. Auf der 5 Philipp. Auf der 6 Mucke. Auf der 7 Tommy. Auf der 8 Frank. Auf der 9 Christopher. Auf der 10 Tom. Alle rücken jeweils, beziehungsweise die ersten 5 rücken einen vor. Und dann... Marco schaut alle einen vor und Marco sortiert sich da an, der Rest bleibt so. Okay, Freunde, jetzt geht's ab.